Ein Teil unserer Versuchsfläche wurde nun vom Lohnunternehmen Kruse gehackt. Im Einsatz ist eine neue achtreihige, kameragesteuerte Hacke von Einböck. Das heißt, die Maisreihen werden von zwei 3D-Kameras erkannt und die Hacke wird so über einen Verschieberahmen genau zwischen den Reihen gesteuert. Den Boden haben wir unterschiedlich vorbereitet, denn Ziel des Versuches ist es, die Umweltschutzziele minimale Bodenbearbeitung auf der einen Seite und auf der anderen Seite wenig oder sogar gar keinen Pflanzenschutzmitteleinsatz zusammenzubringen. Die Vorbereitung erfolgte mit der Güllescheibenegge, Güllegruber oder dem Striptilgerät. Mit diesem Minimalbodenbearbeitungsverfahren waren die Voraussetzungen für eine mechanische Unkrautbekämpfung alles andere als optimal. Beim Einstellen der Hacke zeigte sich wieder deutlich, dass bei der mechanischen Unkrautbekämpfung ein ebenes und festes Saatbett zwingend erforderlich ist. Nur dann kann die Hacke sehr exakt eingestellt werden und effektiv arbeiten. Auf dem Teil der Fläche, wo wir zusätzlich noch auf Glyphosat verzichtet haben, konnte das Unkraut nicht gehackt werden. Hier müssen wir die Zwischenfrüchte im nächsten Jahr auf jeden Fall vorher mulchen und einarbeiten. Auf einem weiteren Teil der Fläche haben wir in Kombination mit diesem Hackdurchgang eine Bandspritzung durchgeführt, in dem ein selektives Herbizid 25 cm breit auf die Maisreihe gespritzt wurde. So haben wir auf 66% der Fläche mechanisch das Unkraut reguliert und nur auf 33% Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Nächste Woche nehmen wir euch mal mit auf die Versuchsfläche und zeigen die Unterschiede nochmal genauer.